Es sind nicht gerade die entspanntesten Tage für Flugreisende, denn schon jetzt ist klar, am kommenden Freitag werden Passagiere an verschiedenen deutschen Flughäfen höchstens im übertragenen Sinne in die Luft gehen. Flugzeuge jedenfalls nicht. Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi werden mehrere große deutsche Flughäfen den regulären Betrieb an diesem Tag einstellen. In Frankfurt am Main hat man heute schon einen Vorgeschmack darauf bekommen. Für mehrere Stunden durfte kein Flieger aufs Rollfeld, aber diese Zwangspause hatte weniger mit Warnstreiks zu tun. Heiko Neumann. Es ist diese Baustelle an den S-Bahn-Gleisen im Norden Frankfurts, die am größten deutschen Flughafen heute für Chaos und lange Warteschlangen sorgt. Die Lufthansa meldet IT-Systemausfall. Es geht nichts mehr. Die Ursache liegt tief unter der Erde und gehört der Telekom. Eine Baufirma hat eine Bohrung durchgeführt und bei 5 Meter Tiefe, also besser kann man Kabel gar nicht schützen, 4 Glasfaserkabel durchtrennt. Und man kann sich die vorstellen, so wie diese Kabel hier, etwa auch in dieser Stärke, 500 dieser haarfeinen Fasern sind dabei durchtrennt worden. Um 9 Uhr heute Morgen erfolgt der komplette Systemausfall bei der Lufthansa. Check-in-Schalter sind lahmgelegt, Passagiere sind verzweifelt. Ich bekomme immer nur halbe Informationen. Also ich habe mindestens 3, 4 Supervisor gefragt hier vor Ort und alle 3, 4 haben unterschiedliche Informationen gegeben. Die Leute halten sich gegenseitig ein bisschen bei Laune, das ist mein Eindruck. Ansonsten kommt hier kaum mal einer langgeturnt. Jetzt stehe ich hier in einer fröhlichen Wartegemeinschaft mit vielen 100 Menschen, um Flug umzubuchen oder zumindest den Koffer wieder zurückzubekommen oder was auch immer. Hier ist das absolute Chaos. Das Problem ist, was ich hier als Betroffener sehe, ist, dass die Lufthansa hier nicht in Informationsvorschub bringt. Stillstand auf dem Vorfeld. Weil Lufthansa-Maschinen am Boden bleiben, werden über Stunden auch Landungen in Frankfurt ausgesetzt. Das Problem ist dann, und das ist dann die Kettenreaktion, wenn die Flugzeuge von Lufthansa oder von der Lufthansa-Gruppe nicht abheben aus Frankfurt, dann werden die Parkpositionen natürlich nicht frei. Das heißt, irgendwann hat die Fraport dann keinen Platz mehr, die ankommenden Flugzeuge irgendwo zu parken. Deutschlands größter Airport lahmgelegt, durch eine Baustelle viele Kilometer vom Flughafen entfernt. Der Punkt ist, dass es natürlich Doppelungen und Ersatzleitungen gibt. Die hat es auch in diesem Fall gegeben. Warum die aber nicht gegriffen haben, das ist Teil der Analyse, die wir heute noch gar nicht abschließend bewerten können. Am Abend hat sich die Lage am Frankfurter Flughafen normalisiert. Laut Lufthansa sind alle Systeme wieder einsatzbereit und der Flugverkehr soll morgen planmäßig stattfinden. Fragen jetzt an unseren ARD-Luftfahrtexperten Michael Immel in Frankfurt am Main. Michael, ja, morgen wieder planmäßig, aber am Freitag wird da wirklich wieder nichts abheben? Ja, das wird absolut genauso kommen. Und wenn wir uns die großen Drehkreuze anschauen, München und Frankfurt am Main, da wird alles am Boden sein. Also da wird es keine Starts geben, da wird es keine Landungen geben. Vielleicht ein paar Ausnahmen, medizinische Flüge, Hilfstransporte, die in die Türkei geplant sind oder jemand, der zur Münchner Sicherheitskonferenz anreist. Aber das ist es dann auch. Und wenn ich mir den Rest der Liste anschaue, betroffen sind auch die Flughäfen in Hamburg, in Bremen, in Hannover, in Dortmund und auch in Stuttgart. Also das ist ein Großteil der deutschen Luftfahrtinfrastruktur, die komplett lahmgelegt wird. Es gibt so eine erste Schätzung, die besagt, am Freitag werden 300.000 Passagiere nicht reisen können. Warum nimmt die Gewerkschaft Verdi gerade die Flughäfen ins Visier? Na, zum einen muss man ganz klar sagen, wird ein Flughafen bestreikt, dann hat man eine größtmögliche mediale Öffentlichkeit geschaffen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch genau sehen, Verdi nimmt den Blick auch auf die Bodenabfertigung, also die Menschen, die dort arbeiten, und die Gewerkschaft argumentiert, dort gäbe es einen katastrophalen Mangel an Arbeitsplätzen. Jeder, der im vergangenen Sommer gereist ist von einem Flughafen, der konnte sich ja ein Bild davon machen. Und jetzt geht es eben darum, in dieser Tarifrunde ein Lohnplus zu erreichen, damit eben die Arbeitsplätze dort auch wieder attraktiver werden. Michael, danke für die Informationen nach Frankfurt am Main. Gerne.